Hallihallöchen Leute, ich begrüße euch heute mal wieder bei einer Rollenspielvorstellung, und zwar bei diesem hübschen Ding hier. Die Verbotenen Lande. Ein, ja, mehr oder weniger neues Rollenspiel aus dem schwedischen, beziehungsweise auf Englisch, aber von dem schwedischen Verlag, nämlich Free League. Ins Deutsche gebracht vom Urwerk Verlag, jetzt quasi ziemlich frisch erschienen. Besteht primär aus dieser Box. Es gibt noch ein paar Zusatzinhalte, auf die wir am Ende noch eingehen können. Aber das hier ist die Grundbox, in der die wichtigen Dinge drin sind. Laut Angaben auf der Box ist das Ganze ausgelegt für 2 bis 6 Spieler ab 14 Jahren und dauert ungefähr 120 Minuten. Letzteres halte ich sehr optimistisch. Und die Box kostet 50 Euro, beziehungsweise 49,95, also 50 Euro. Und man hat tatsächlich in dieser Box eigentlich alles drin, was man braucht. Es gibt ein Argument dafür, gewisse andere Bücher und Sachen interessant zu finden. Wie gesagt, dazu am Ende mehr. Aber erstmal werfen wir einen Blick in dieses schöne Ding rein. Und ich muss sagen, mich begeistert schon das Artwork selbst. Also diese Vorderseite hier finde ich unheimlich geil. Es ist nicht das alles in diesem Artwork gehalten. Das ist speziell für die Box und ein paar andere farbige Sachen so gehalten, während die Bücher ein anderes Artwork, einen Artwork-Stil haben. Aber trotzdem finde ich das sehr cool. Ich stelle das da mal mit zu dem Otter. Kann man das so ein bisschen im Hintergrund sehen. Und ja, was haben wir hier drin? Wir haben 2 Bücher. Das Spielleiterhandbuch in grün. Ich befürchte, die Kamera bekommt dieses Grün nicht gut hin. Es ist ein dunkler Grünton mit goldener Einband und dem Symbol der Schlange drauf. Das ist ein recht wichtiges IT-Symbol, nämlich von einem der beiden menschlichen, einem der großen menschlichen Götter oder göttlichen Wesen. Hinten den Urwerk Verlag merkt man drauf. Spielleiterhandbuch. Und hier sieht man auf einer Karte schon so ein bisschen, wie das der Artwork-Stil gehalten ist. Hat 264 Seiten. Da sieht man noch so ein bisschen mehr Artwork. Das Ganze ist in schwarz-weiß. Aber ich mag diesen Artwork-Stil. Der wirkt halt sehr 80er, 90er Jahre Rollenspiels. Vom Stil her gefällt mir persönlich sehr gut. Dann haben wir das Spielerhandbuch in rotem Kunstleder. Also beides übrigens Kunstleder, nicht echtes Leder. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil also das fühlt sich halt beim besten Willen nicht an wie richtiges Leder. Aber schön gemacht. Mit dem Symbol des Raben drauf. Auch IT-relevant. Gleicher Artwork-Stil und ich vermute mal ein bisschen weniger Seiten, 210. Da alles drin, was man als Spieler braucht, da alles drin, was man als Spielleiter dazu noch braucht. Beide sind im fast A5 Format. Ich glaube, sie sind einen kleinen Tacken größer als A5, wenn ich das richtig sehe. Ich snack mir hier mal so ein Teutokon-Block zum Vergleich. Dann sieht man es. Der liegt da halt schon ein bisschen drin und natürlich, wenn man es von der Seite dran hält, sieht man, die Seiten sind ein bisschen größer als A5. Aber ich persönlich mag diese Größe bei Büchern immer, weil das hat etwas, was man gut leicht in der Hand halten kann, was man auch leicht mitnehmen kann, leicht aufschlagen kann. Im Original ist das Buch noch in Braun, nicht in Rot, aber ich finde Rot persönlich auch schön. Außerdem haben wir noch ein bisschen mehr. Wir haben nämlich Legenden und Abenteuer, das ist ein Papierheft, wobei ich bei allen, sowohl bei den Büchern als auch dem Papierheft sagen muss, das hat eine echt gute Papierqualität. Also es ist schon ein bisschen dicker, solideres Papier. In so einem leichten Gelbstich, was also wirkt halt nicht wie so reines weißes Blankopapier, finde ich sehr schön. Ja, das ist ein Zusatzheft mit Hintergrundgeschichten, um sich Charaktere zu bestimmen, einen Legendengenerator und einen Monstergenerator. Und hier hat man tatsächlich halt einfach reichlich Tabellen für so etwas drin. Das hat generell dieses Spiel sehr viel, dass es einem coole Würfeltabellen mitliefert. Und hier halt auch für Charakterschaffung, was ich persönlich super finde, weil da kann man halt Heimat, Orte, je nachdem welche Rasse man ist, Kindheiten und haben wir mehr Kindheiten. Dann haben wir irgendwann prägende Ereignisse und so etwas. Das heißt, da hat man halt coole Möglichkeiten, sich Sachen für seinen Charakter zu liefern. Legendengenerator für den Spielleiter, um halt Legenden und Gerüchte zu bestimmen, die es gibt, die man herausfinden kann. Und zu guter Letzt ein Monstergenerator, wo man halt so ein bisschen generische Monster noch draus bauen kann. Anstatt denen, die im Spielleiterhandbuch drin sind, die halt schon, ich glaube, sind 26, 28 oder so, was die halt durchaus auch cool sind, aber da kann man noch ein bisschen was machen. Außerdem haben wir noch ein kleines bisschen drumherum, nämlich, und das ist recht touchy, eine Karte, und zwar in solider Qualität doppelseitig. Was doppelseitig an der Stelle cool, das heißt, man kann sie jetzt zweimal verwenden, denn, ich zeige sie erst einmal, ist die Karte der verbotenen Lande, die wird im Buch halt auch ausgiebig erklärt. Ist jetzt nicht super dick, aber solide, also ich würde sie wahrscheinlich schon irgendwo für feste Unterlage eigentlich packen wollen und mir das überlegen, weil sonst kann die durchaus bei vielen auf- und zuklappen und Schaden nehmen. Und man hat da drin noch einen Satz verbotene Lande Sticker. Die kann man auf diese Karte aufkleben. Oben sind ein paar Locations drin, zum Teil aus dem
Grundregelwerk, zum Teil auch schon tatsächlich welche aus einem der Erweiterungsbücher oder einem der Hintergrundbücher, die dann halt namentlich mit benannt sind und ganz viele kleine Random Locations oder halt namenlose Locations, die einfach eine Nummer haben, sodass man sich halt überlegen kann, ich hätte jetzt gerne meine Festung Nummer 5 da und meine Festung Nummer 4 da und dann kann man sich die halt auf diese Hexfelder aufkleben und hat damit halt neue Locations fest verortet. Und daher halt sinnvoll, dass die Karte zweiseitig ist, denn dann hat man halt die Möglichkeit zu sagen, man kann es nochmal verwenden für eine zweite Kampagne. Und man kann sich sowohl Karte als auch Stickerbuchen ohne Probleme im Uhrwerk Verlag nachbestellen, wenn man dann feststellt, ich will nochmal eine Kampagne damit machen. Ja, kommen wir zum Spiel selbst, kommen wir zum Spielprinzip, wenn man das ein bisschen vorstellen kann. Die Welt ist eine sehr grimmige, düstere Fantasy-Welt. Man spielt in den verbotenen Landen. Es gibt dazu einen Hintergrund, wie die Welt sich entwickelt hat. Einige sind sehr detailreich, andere sehr knapp gehalten. Was vielleicht wichtig dazu zu erzählen ist, diese verbotenen Lande waren eigentlich früher das Reich von Elfen und Zwergen. Eigentlich gehörte der ganze Kontinent denen, dann kamen aber irgendwann Menschen dazu, weil die aus ihrer eigenen Welt abhauen mussten, wurden geleitet von einem Gott, einem Rabengott, der eine Schlange trug. Daher gehen auch ein bisschen diese Kultsymbole zurück. Einmal halt einen Rabe und einmal eine Schlange. Und da gibt es halt jeweils auch einen Kult zu. Der eine sagt halt, der Rabe war das Göttliche und die Schlange war nur ein heiliges Symbol und der Rabe ist wichtiger. Die anderen sagen halt, hey, die Schlange ist wichtiger. Wie Menschen bei Religion oder generell Humanoide bei Religion immer so sind. Und haben dann zugesprochen bekommen, dass sie einen Teil des Kontinents bekommen. Bevor ein Krieg entstehen konnte, wurde von einem Gott ein großer Berg in der Mitte geformt, um das Ganze voneinander fernzuhalten. Hat sich mit der Zeit halt trotzdem anders entwickelt. Es haben sich auch verschiedene Menschenstämme entwickelt. Irgendwann sind die Menschen dann doch da oben hingekommen für verschiedene Gründe. Es hat sich mit der Zeit alles einfach vermischt. Dann hat man eine große Mauer in einen der wenigen vorhandenen Pässe gebaut, damit man das halt abschirmen kann. Und dann irgendwann entwickelte sich der sogenannte Blutnebel. Das ist eine riesige Nebel, blutige Nebelwolke, die sich darüber legt und dafür sorgt, dass man zwischen den vorhandenen Dörfern und sowas kaum hin und her reisen konnte. In der Zeit hatte sich auch schon eine weitere Religion noch gebildet, der sogenannte Rostkult. Oder das, was jetzt als Rostbrut unterwegs sind, die sind halt quasi, die nehmen die Aspekte von Schlange und Rabe, sehen das aber nicht halt als so göttliche Tiere, sondern die Materialien, der halt göttlich die Schlange als Symbol des Holzes für Lebenskraft und der Rabe als Symbol von Eisen und Rost für die Kraft und die Beständigkeit und beten halt Rost als Gott an. Und in deren Augen ist das halt ein sehr aggressiver Gott, der halt viele Opfer verlangt und sind halt entsprechende harte, fiese, inquisitionsgetriebene Religion, wie man sich das so ein bisschen aus dem Mittelalter mit der harten Religion vorstellen kann. So viel dazu. Es hat sich in der Zeit dort oben auch unter anderem ein mächtiger Magier angesetzt gehabt, der mit Totenmagie, die er von der Elfin gelernt hat, oder von seiner Frau, die er Elfin war, gelernt hat und hat hin und her gehabt und hat angefangen zu mutieren. Hat irgendwann Dämonen hinzugeholt, was halt im Endeffekt ganz viel dieses Mutagensprozesses verursacht hat, dass halt Dämonen in Menschen reinsetzen oder andere Wesen und damit für Mutationen sorgen. Und halt dämonische Sachen, die rauskommen, solche Späße, das wurde natürlich irgendwann als schlecht angesehen. Man hat Gegenkrieg geführt, das ist alles so ein bisschen eskaliert. Es gibt eine Festung, die zeitweise recht lange von Dämonen besetzt war. Er hat sich irgendwann mit... ich hab's noch nicht erst aus dem Kopf. Einer seiner Söhne hat sich mit zwei seiner Töchter, glaube ich, war es, oder der Mutter und dem Söhne, die sind halt abgehauen, zurück zu den Elfen. Und er ist mit einer Tochter übrig geblieben und als es halt er lebte halt schon ziemlich lange, aber irgendwann wurde er halt älter und das wurde halt schwieriger, hatte er mit Unterstützung von einem Dämonen, der ihm die ganze Zeit schon zur Seite stand, sich quasi mit seiner Tochter, die ihm noch geblieben war, vereint und daraus haben sie ein neues Wesen hervorgebracht, das halt jetzt immer noch existiert. Zyphagor, glaube ich, wird das genannt. Nein, Zyphatiara, irgendwie sowas in die Richtung. Genauen Namen findet man nochmal heraus, wenn man das Ganze spielt. Ich muss die Namen auf jeden Fall alle auch noch üben. Und der ist halt immer noch dort im verbotenen Land und macht halt Experimente und forscht und so. Und ganz viele seiner Sachen sind halt auch durchaus mal entkommen oder sind halt haben sich halt freigesetzt. Und daraus haben sich einige Rassen entwickelt, zu denen wir gleich noch kommen. Erstmal wichtig ist aber irgendwann quasi schlagartig vor kurzem hat sich dieser blutige Nebel gelichtet. Es gibt eine IT-Erklärung dafür, wie das mit dem Dämonen, der mit dem Zusammenarbeit zusammenhängt, wie der blutige Nebel waren quasi selbst Dämonen, die sich materialisiert haben und die alles gejagt haben, was irgendwie Angst hatte oder generell starke Emotionen hatte. Und die Rostbrüder zum Beispiel konnten durch den Nebel zum Teil durchgehen, denn wer keine Angst hat, wird vom Nebel nicht angegriffen. Das weiß aber so gesehen in der Welt niemand, sondern Rostbrüder haben halt in starken Willen gesagt, wir können das, wir gehen da durch und kamen heile wieder. Also haben Leute geglaubt, die Rostbrüder sind halt besonders mächtig, die können das. Viele andere sind aber halt an diesem blutigen Nebel gestorben. Mittlerweile hat er sich jetzt aber halt gerade mehr oder weniger schlagartig gelichtet. Und damit hat man halt diese riesige Karte, diese riesige Welt, hier oben ohne Hex,
auf der eigentlichen Karte mit Hexfeldern zur Verfügung, die halt jetzt erstmal wieder erkundet werden muss, wo es ganz viele abgeschiedene Dörfer gibt, Siedlungen der Elfen, Siedlungen der Zwerge und so etwas. Aber sich halt so etwas wie Handel und Verbindungswege und sowas erstmal wieder aufbauen muss. Und auch ganz viele Festungen und Verliese und Dörfer aufgetaucht sind, die halt entweder leer sind oder wo noch etwas übrig war oder sowas. Räuberbande jetzt umherziehen. So, also eine riesige Grundlage dafür, für Spieler das zu erkunden. Wie schon angesprochen, es gibt Rassen, es gibt... Und das ist einer der Highlights für mich hier drin. Diese Rassen sind allesamt sehr, sehr cool umgesetzt, weil sie halt nicht so stereotyp sind. Also klar, es gibt Menschen und die Menschen nehmen halt diese ganzen Stereotypen Menschensachen mit von Religionskulte und Fanatiker und so etwas. Aber es gibt halt auch viele andere Sachen. Elfen, die halt den Glauben haben, sie sind für die lebenden Sachen verantwortlich. Und es gibt halt Elfen, Friedelfen, die können auch mal Jahre dazu bringen, sich einfach nur die Wälder anzugucken und sowas und das zu beobachten, weil die leben ja ewig. Dementsprechend halt auch Halbelfen, die dann halt Magie begabt werden durch das Kompetenz. Es gibt Zwerge. Der Zwergenaspekt ist, dass die Zwerge von ihrem, der Meinung sind, ihr Gott hat sie gemacht, um die Welt zu bauen. Sie haben die komplette physikalische Welt gebaut. Und müssen immer noch weiter sein, sie müssen nach oben zu der großen Esse, also der Sonne, und müssen die Welt bis dahin aufbauen. Und die haben halt Magie, mit der sie Stein formen können und halt zum Teil einfach auch mal Konstrukte irgendwo entstehen lassen, weil sie damit halt weiterbauen. Und das für sie aber halt dazu gehört, das selbstverständlich ist. Sie haben natürlich so klassische Aspekte wie mürrisch und grummelig und gute Kämpfer, aber sie haben halt dadurch eine ganz andere Herangehensweise an das Bergbau-Ding. Da mein persönliches Highlight, Suburb-Halblinge. Halblinge sind diese typisch amerikanische Suburb-Familie. Alles ist gut. Ihr lebt in einer großen Kommune, alle sind zufrieden, keiner hat Probleme, es wird ganz viel gegessen, es wird gefeiert, Leute trinken, Leute lassen sich's gut gehen. Und diese ganzen psychischen und emotionalen Probleme, die man kann, die werden totgeschwiegen. Du hast keine Probleme. Die werden im Sofa tränkt, da wird nicht drüber geredet. Der Typ, der sein Leben nicht auf die Reihe kommt, der wird dann irgendwo im Keller versteckt, so ungefähr. Und halt sehr extrem auf diesem Level. Denn der Gegenpol zu ihnen sind die Goblins. Goblins und Halblinge sind quasi eine vermischte Spezies. Wenn ein Kind geboren wird, dann besteht ungefähr eine 50-50 Chance, ob es ein Goblin oder ein Halbling wird. Und die werden halt auch zur Geburt, trifft man sich in so einem Waldstück oder so einem Gebiet, wo alle Frauen, die daran beteiligt sind, halt auch zusammenarbeiten. Dieses Rassenproblem, was sie miteinander haben, ein bisschen außen vor gelassen wird. Und wenn es ein Halblingkind ist, nehmen die Halblinge mit. Wenn es ein Goblinkind ist, nehmen Goblins mit. Und ein Halbling erfährt zum Beispiel nie, ob sein Kind tatsächlich von ihm ist oder von irgendeinem Goblin, aber halt als Halbling rauskam, wenn sein als Goblin rauskam. Und die Goblins sind halt, die Halblinge reden nicht gerne über die Goblins, sodass das die düstere Seite von ihr ist. Das wird halt totgeschwiegen, wenn die Goblins halt eher nachtaktiv sind, eher verstohlen und diebisch und halt nachts über die Halblinge auch durchaus wachen und die halt schon als ihre Vettern ansehen und als Familie, von der sie eigentlich gerne geliebt werden wollen, wenn die Halblinge dich halt versuchen totzuschweigen, weil das geht ja gar nicht. Die klassische Suburb-Familie, was ich super cool finde. Dann gibt es Wolfsmenschen, die sind so ein bisschen... Ja, typische Wolfsaspekte drin mit jagen, aggressiv, fühlen sich überlegen, sind wahrscheinlich durch Experimente dieses Zaubers entstanden und einfach entbüxt, weiß man nicht so genau. Es gibt auch noch Echsenmenschen, wobei die nicht als Spielerrasse zur Verfügung stehen, aber mit denen kann man zu tun haben. Dann gibt es Orks. Die Orks wurden, also laut Aussage der Elfen und Zwerge, wurden die Orks von Göttern erschaffen, um ihnen zur Verfügung gestellt zu werden als Arbeitsrasse, als Entschädigung dafür, dass sie die Hälfte ihres Kontinents an die Menschen abgegeben haben. Haben also immer als Sklaven gelebt. Irgendwann, als dann die Krieger mit den Menschen aufzogen, als die Menschen weiter nach Norden kamen, haben sie die Orks bewaffnet und in den Kampf geschickt, weil Orks sind aggressiv und brutal und können das gut. Haben sie dann aber auch zum Teil ziemlich im Stich gelassen, sodass die Orks denen das halt ziemlich übel nehmen, dass sie da allein gelassen wurden und man sie quasi verheizt hat und nur als Kampfmasse gesehen hat, haben sich mittlerweile zu großen Teil freigesagt und die Sklaverei hinter sich gelassen und sehen sich selbst als toll und awesome und wollen sich an allem anderen rächen. Sind zu einem super coolen Spezies. Man muss dazu sagen, sie sind als Spielercharaktere immer nur begrenzt geeignet, weil alle anderen haben halt Angst vor Orks und misstrauen ihnen. Man kann aber coole Storys darauf aufbauen und man kann halt auch tatsächlich schöne NSCs machen, weil halt Orks so ausgearbeitet sind. Es ist nicht nur ein, ja, das ist der generische Ork, der halt da ist, um verprügelt zu werden. Ja, die hassen dich, um verprügelt, aber es gibt halt verschiedene Orks-Stämme und sowas alles. Da kann man sich halt gut einarbeiten. Dann gibt es noch Klassen, ich jetzt mal, sind tatsächlich offiziell solche Berufe, aber da kommen wir jetzt ein bisschen in die Mechanik, deswegen will ich die nicht alle vorstellen, sondern will einfach mal den Charakterbogen raussuchen, wenn ich ihn irgendwo finde. Ich weiß tatsächlich nicht, ob er hier im Buch so drin ist, er ist auf jeden Fall genau da als, sonst als PDF verfügbar, denn da kann man so ein bisschen über die Spielmechanik dann reden, die damit mitkommt. Man hat in klassischem System, wie es von 3D Coffee verwendet wird, Tales of the Loop, Coriolis, Mutant Year Null, hat man 4 Attribute. Man hat hier unten einen Haufen Berufe, man hat ein paar Rohstoffe, man hat ein paar Talente.
um ein paar abgeleitete Werte. Die schönen Sachen sind, wenn man etwas würfelt, nimmt man immer ein Attribut plus eine Fähigkeit plus gegebenenfalls Ausrüstung, die halt auch einen Wert dann hat, addiert das zusammen und würfelt so viele wie 6. Und dann 6 sind Erfolge und bestimmen, ob man etwas schafft oder nicht. Wenn man etwas nicht schafft, kann man das Ganze reizen, dann darf man alles, was keine 6 und keine 1 ist, nochmal würfeln und damit auch eine 6 erreichen. Oder vielleicht auch mehr, wenn man das generell nutzt, wenn man halt mehr braucht, zum Beispiel mehr Schaden machen. Aber wenn man dann bei Attributen und Ausrüstungen auf den Würfeln 1 hat, und es gibt, also, es gibt dazu extra ein Würfelset, das man verkaufen kann, was nicht ganz preiswert ist, aber einen praktischen Vorteil hat, da sind nämlich die Sachen drauf markiert, braucht man nicht, man kann ganz normale W6 nehmen, ist einfach nur, dass der Spielfluss einfach ist, gibt es entsprechend Symbole drauf, es gibt dann halt ein Totenschädel auf der 1 und auf der 6 ein X oder ein Waffenschwert, das sagt, das ist getroffen. Wenn man so etwas bei Attributen hat, kriegt man da Schaden. Wenn man Ausrüstung, also auf Ausrüstung hat, kriegt man da Schaden. Und Ausrüstung, die halt Schaden hat, ist halt einfach nicht mehr verwendbar. Attribute, die Schaden haben, wenn man da, das, dann ist man halt schlechter drin. Und wenn das einfach auf 0 fällt, ist, fällt man halt im gewissen Maße diesem Attribut aus. Also Stärke und Geschicklichkeit lässt dann halt zusammenbrechen. Verstand und Empathie lässt dann halt nicht mehr vernünftig geistig arbeiten. Dann gibt es ein paar Rohstoffe, was ziemlich cool ist. Die dann für die, quasi für, die Fest, für das Leben in der Welt relevant sind. Denn man muss ja nicht Micromanagement machen, sondern man hat halt Nahrung, Munition zu trinken und es gibt noch etwas, was ich aber auf der Seite des Charakterbogens gerade nicht drauf ist, deswegen ich sie auf die Schnelle nicht finde, das durch Würfel vermerkt wird, ein W6, W8, W10, W12 und dann kann man, immer wenn man etwas hat, würfelt man und bei einer 1 oder bei einer 1 und 2, ich glaube bei einer 1 und 2, verliert man einen Wert, wird die Würfelstufe runtergestuft und wenn man gut würfelt, bleibt er halt bei und so bestimmt sich, ob man halt quasi Rohstoffe verbraucht. Macht halt ein sehr, sehr einfaches System, weil im Endeffekt kann man das sehr leicht bestimmen. Mein Pool ist das Attribut, die Fähigkeit, der Ausrüstungsgegenstand zum Beispiel halt für einen Kampf mein Schwert. Dann hat das halt noch irgendwie einen Basisschaden und alle Erfolge, die ich habe nach dem ersten, gehen auf den Schaden mit drauf. Oder generell alle Erfolge gehen auf den Schaden mit drauf, so. Und dann mache ich halt Schaden an etwas, dann gibt es auch eine Rüstung, die man dagegen würfeln kann. Ist in meinen Augen ein sehr einfaches, cooles, übersichtliches System. Dann gibt es noch Talente. Talente sind halt quasi diese ganzen Sachen, die ja nicht Fähigkeiten sind, sondern sie übernatürlich sind. Da geht Magie rein, also wenn man Zauber wirken kann, hat man da Talente, die dann halt einem bestimmte Zauber ermöglichen, die da dran stehen, die tatsächlich auch gut übersichtlich gemacht sind, sodass man sich da gut durcharbeiten kann und halt sagen kann, glaube ich, das und das. Aber halt auch so Spezialfähigkeiten, sowas wie schneller reagieren, Boni auch mit bestimmten Waffen. Ich habe jetzt zum Beispiel hier gerade Schlossknacker. Beim Wurf auf Fingerfertigkeit erhältst du einen Bonus von +1, wenn du ein Schloss knackst. Bei späteren Sachen, auf höherer Stufe kriegt man noch einen Bonus beim Fesseln und auf der höchsten Stufe kriegt man sogar einen besseren Würfel dazu, einen W8. Generell, wenn man solche Würfel bekommt, ich habe jetzt gerade auch einen W12 da, die haben mehr Symbole drauf, weil man dann, wenn man hat quasi zum Beispiel, also 6 ist ja ein Erfolg, wenn man dann eine 8 würfelt, ist eine 8 zum Beispiel 2 Erfolge auf einmal. Sonst kriegt man sowas durch Artefakte, also durch mächtige magische Gegenstände. So funktioniert ein Charakter in meinen Augen ziemlich gut. Der andere Teil, der dieses Spiel sehr cool macht, ist, dass es liegt halt super viel Wert auf Erkundung dieser Welt. Man hat auf der Karte ja schon gesehen, dass die Karte aus Hexfeldern besteht. Okay, ich gehe zu auf der Webcam, da kennt man es nicht super, aber man kann es sehen, je näher es dran hält, besser kommt es dann doch noch durch. Und das Spiel legt halt zu guten Teilen Wert darauf, dass man durch diese Welt zieht und die erkundet. Das heißt, man kann von Hexfeld zu Hexfeld gehen und sich das anschauen. Es dauert eine gewisse Zeit, man muss halt Würfelwürfe machen auf Erkunden, sich versorgen etc. und kann dann Sachen entdecken. Und dafür kann man halt dann auch die Icons auf die Karte mitkleben und man hat halt super viele coole Möglichkeiten, das auszuwürfeln und zu bestimmen, wie das aussieht. Denn das Spielleiterhandbuch neben einem langen und ausgiebigen Teil mit Story und einen lang ausgiebigen Teil mit Rassen und Erklärungen und Monstern hat halt auch super viele coole Tabellen, um zu bestimmen, was wo ist, sogenannte Abenteuerschauplätze. Es gibt übrigens auch einen Random Encounter Generator, aber den, also das ist halt, das kennt man ja schon anders spielt. Ich finde den Schauplatzgenerator besonders cool, weil man da halt sehr, sehr gutes Würfeln hat, um zu bestimmen, was man mag. Also man, ich habe zum Beispiel bei D&D das Problem gehabt, von es gibt in D&D Random Encounter Tabellen. Kann ich mal ein Spielleiterbuch aufschlagen, kann sagen, oh, in einer Wüstenregion begegnet ihr 3 Schlangen. Okay. Finde ich halt immer sehr, sehr, also gerade Random Encounter sind halt sehr, sehr oberflächlich, wenn sie nicht spezifisch angepasst sind. Und dieser Abenteuer-Schauplatz-Generator kann halt sehr, sehr spezifisch angepasst werden. Also man hat, beginnt halt mit, okay, ich würfel W6, was es ist. Ein Dorf, ein Verlies, eine Burg. Okay. Dann gehe ich auf ein Dorf, dann kann ich auswürfeln, wie alt das ist, wie groß das ist, wer das Dorf-Oberhaupt ist
Und warum? Dann kann ich für berühmt, wofür es ist, eine Dorfschenke, diverse Eigenheiten auswürfeln. Wenn ich im Verlies gehe, kann ich tatsächlich auswürfeln, wie groß es ist. Ich kann dann sagen, so 1W6, 1 bis 2 klein, dann mittel, dann groß, dann riesig. Dann habe ich halt einen Würfelpool für Räume. Bei klein halt 1W6, bei mittel 3W6, dann kommt 4W6 plus 10, 6W6 plus 50. Und bestimme dadurch, wie viele Räume quasi das hat. Und dann kann ich für jeden Raum auswürfeln, was da drin ist. Muss ich aber nicht. Ich kann mir natürlich auch was aussuchen. Aber ich kann zum Beispiel sagen, was sind die Bewohner, wie sieht der Eingang aus? Und dann habe ich Räume, ist die Tür verschlossen, was ist es? Ist es eine, was ist denn genau? Ist es ein Flur, ein Raum, eine Halle, eine Treppe? Was da drin? Kreaturen, Fallen? Finde ich da Loot drin? Wenn es Fallen sind, wie sehen die aus? Was für Besonderheiten gibt es vielleicht noch? Riecht es nach Tod? Ist da ein Brunnen? Und für Burgen halt auch nochmal ein gleiches Spiel mit, wie alt ist sie, wie groß ist sie, was ist da so drin, was lebt da? Dann gibt es auch noch einen Generator für so ein bisschen. Also ein bisschen Übersicht über Kreaturen mit Räuber, Soldaten etc., aber halt auch Möglichkeiten für persönliche Eigenheiten von Leuten, Berufe, Charakteristik und dann halt auch Funde mit, ja, was ist denn das, was kann das? Und eins meiner persönlichen Highlights daran, für Funde gibt es eine Tabelle von Eigenheiten von Funden. Da kann man halt quasi auch würfeln und bei einer, ich glaube, der Vorschlag ist bei einer 5 oder 6, ich bin hier gerade tatsächlich nicht ganz sicher, wo müsste es stehen, doch genau. 5 plus hat das halt eine Eigenheit, dann würfelt man immer nochmal ein W66. W66 heißt halt immer, man nimmt 2W6 und legt die Zahlen voneinander. Also in dem Fall hier eine 3 und eine 1 wären eine 31. Oder wenn die Würfel andersrum liegen und sagt, welches der 1er, welches der 10er, ist eine 13. Und dann haben die halt Eigenheiten. Und das kann kommen von, es stinkt, es ist schmutzig, es ist verbrannt, was den Wert reduziert zu. Das kommt eigentlich aus dem Hort eines Drachen und jedes Mal, wenn du jetzt rastest, musst du würfeln und bei einer 66 auf einem W66 kommt der Drache vorbei, weil er dich das wiedergefunden hat und wieder haben wir und dem übel nimmt, dass du es mitgenommen hast. Was halt Loot, einfach so kleine Gimmicks mit dazu gibt, weil natürlich, du findest in einem Raum einen Silberkelch, ja, okay. Aber du findest einen Silberkelch, der verbogen ist, ist einfach ein kleines bisschen mehr Detailreichtum. Und Detailreichtum macht Rollenspiel halt cool. Und sie haben halt hier, was ich halt daran sehr gut finde, ist, dass sie an vielen Stellen diese Tabellen Detailreichtum dazugeben, sondern sie schaffen nicht nur generisches, guck mal, du findest drei Räuber auf der Straße, sondern du findest drei Räuber, von denen einer eine Augenklappe trägt und der andere eine Psychose hat, so ungefähr. Das heißt, es macht halt Sachen deutlich detailreicher und damit halt lebhafter. Dazu kommt, man hat hier noch drei vorgefertigte Orte drin. Das eine ist halt ein Dorf, das andere ist ein Verlies, das andere eine Burg. Holmheim ist das Dorf zum Beispiel, das hat man hier als Karte mit drin. Wobei man dazu sagen muss, dass die in dem PDF sinnvoller zu verwenden ist, weil hier im Buch, wenn man es aufklappt, man die Mitte halt nicht so ganz sieht. Aber im Endeffekt ist das halt auch, kann man sich so etwas halt auch selber damit generieren. Natürlich ist es hier mit, dann immer mit Flavortext und Ortsbeschreibung und so. Da kann man sich überlegen, wie weit man als Spieler so etwas vorbereiten will, so umfangreich machen will. Hat aber halt im Endeffekt einen. Ich finde es eine super Ergänzung, weil es einem halt quasi zeigt, was man aus diesen Tabellen machen und rausholen kann und für sich, für sein Abenteuer basteln kann. Und die Burg zum Beispiel ist dann in so einer Seitenansicht mit verschiedenen Locations, wo man halt auch rein kann und am Endeffekt oben einen Untoten finden kann. Es ist noch eine andere Abenteuergruppe da unterwegs. Das wird tatsächlich liebevoll gemacht mit vielen coolen Details und Ereignissen und auch quasi immer Anmerkungen von, was kann passieren, wenn man hier weiter reingeht oder was kann sich entwickeln, wenn man da dort ist, was kann sich daraus hervorgeben. Als letztes haben sie das Tal der Toten. Das ist ein Ort, den der Zauberer damals benutzt hat, um halt viel Nekromantie zu lernen und der halt hier dann auch entsprechend ausgearbeitet ist als Location, die man erkunden kann und darin Dinge finden kann. Ja, also wie gesagt, das sind, ich persönlich finde das ziemlich cool. Und am Ende hat man noch Legenden und aus den verbotenen Landen als quasi Handouts, die man sich halt theoretisch gesehen kopieren oder aus dem PDF ausdrucken kann und dann halt verteilen kann, wenn man die Spieler was machen soll. Ich persönlich finde das super geil. Das Ganze hat halt zum einen sehr viel Oldschool-Flair und auch Aspekte von diesem OSR, also dem Oldschool-Revival oder Oldschool-Renaissance mit drin. Es ist sacktödlich. Wenn man sich das vorstellt, man hat Attribute von 2 bis 5 und wenn ein Attribut auf 0 geht, dann geht man halt zu Boden, dann kann man eine kritische Verletzung erleiden und daran kann man sterben. Und so ein Attribut runterzubekommen, passiert einem halt echt leicht, weil, na, das hat jemand seine Waffe im Basisschaden von 2 und hat halt, ich nehme gerade einfach mal ein paar Würfel und würfe mal so einen generischen Wurf dafür, dann, um das ein bisschen vorzuführen, nehmen wir vielleicht nicht die W8 dazu, das könnte das ein bisschen stark machen. Ich habe halt jetzt hier zwei rote, zwei weiße und zwei schwarze, das heißt, ich habe halt entweder einen Attributswert von 2, einen Fähigkeitswert von 2 und eine Ausrüstung von 2. Das ist halt schon recht durchschnittlich, wenn man darüber nachdenkt, oder das ist halt jetzt nicht super krass.
und habe hier direkt einen Erfolg mit dabei. Würde also nochmal einen auf meinen Schaden drauf machen. Dann kann man in einem Kampf sehr leicht Leute verletzen, Leute zu Boden bringen. Natürlich, von sowas kommt noch Rüstung runter, aber das kann halt das Spiel kann sehr schnell eskalativ sein, vor allen Dingen, wenn man es will, wenn man Würfe reizt. Und Würfe reizen ist halt im gewissen Maß auch sinnvoll, denn immer wenn man da durch so etwas Schaden nimmt, kriegt man Willenskraftpunkte, die man wiederum braucht, um bestimmte Talente zu aktivieren. Also gerade so Rassenvorteilsachen, ich glaube, Magie auch brauchen Willenskraftpunkte. Das heißt, es ist halt Teil des Spiels, dass man auf so etwas Schaden nimmt, dass die Ausrüstung geschädigt wird und sie repariert werden muss. Was ich halt einen coolen Aspekt von sowas finde, ist halt sehr, sehr intensiv machen kann. Es ist halt grimmig, es ist düster, es ist eine böse und gemeine Welt, aber es kann auch eine Welt sein, in der man sich halt sehr stark da reinfühlen kann, wie der Charakter sich da durchbewegt. Auch durch so Sachen wie man hat halt kein Micromanagement, man muss halt nicht mitzählen, ob man genug Töpfe und Feuerholz mit hat und wie viel Nahrung man hat. Einem kann halt Nahrung ausgehen. Und klar, man kann sich jetzt nicht schon sagen, ich nehme aber noch eine Ration mehr mit. Und man kann halt maximal einen W12 an Nahrungsvorrat als Vorrat mitnehmen. Auf seinem Charakterbogen. Man kann natürlich noch weitere Nahrungsrationen erwerben und einbauen. Oder mittransportieren, muss man sich aber überlegen, wie, weil dann hat das Zeug auf einmal Gewicht. Und was dann noch dazu kommt, was das Ganze nochmal einen Level weiterbringt, ist, man kann sich seine eigene Festung aufbauen. Und Festung ist an der Stelle ein sehr breiter Begriff. Das kann anfangen mit, man baut sich ein eigenes kleines Hütchen zu, vielleicht ein Dorf oder eine tatsächliche Festung, Verlies, was auch immer, was man halt erkundet, erobert, vielleicht auch selber baut. Und das Spielerhandbuch hat dazu sehr, sehr gute Regeln, weil es halt zum einen in Zahlen leicht ausdrückt, einen gibt, quasi, was kannst du finden, was kannst du selber bauen, was brauchst du denn? Es gibt Handels, Rohstoffe in großer Menge, die man halt dann, wo man halt eine Übersicht hat von, okay, du willst jetzt das und das Gebäude bauen, brauchst du halt so viel Holz, so viel Stein, okay. Und jemand, der das verwaltet, der das betreut, hat das halt, genau, hier haben wir gerade, also es gibt halt Handelswaren als normales, das ist halt so Zeug, sowas wie Decken, Öllampen etc. Und es gibt dann halt Rohstoffe, zu denen man rüberkommt. Sowas wie, wo habe ich es denn? Wo habe ich die ganzen Tabellen doch? Das ist Kleidung, das ist Transport. Da, Rohstoffe, Eisen, Eisenerz, Silber, Gold, Stein, Glas, Holz, Leder, hat das halt, also es ist halt nicht super komplex wie ein Shadowrun oder einen DSA, aber es ist halt komplex genug, dass man was machen kann, sich überlegen kann, okay, meine Festung, ich brauche halt einen Angestellten, der was betreut, ich brauche jemanden, der es regelmäßig reinigt, weil das halt auch mit rein muss, ich brauche halt jemanden, der für mich die Felder einholt, damit die Nahrung versorgt ist, weil sonst geht denen, also man muss, also die quasi, man geht davon aus, dass wenn es eine Nahrungsversorgung davon vorhanden gibt, dass die Leute, die man da hinkommt, die man bezahlt, dass sie es schaffen, sich damit selber zu versorgen. Aber man will ja auch selbst vielleicht mal von da aus wieder Nahrung mitnehmen. Oder man will vielleicht mal eine größere Gruppe von Leuten aufstellen, um irgendwann am Ende einer Kampagne so eine kleine Invasion mit etwas zu machen. Okay, cool. Muss man sich halt alles überlegen, wie das läuft. Hat einfache Regeln dafür, was ich persönlich wichtig finde, weil zu komplex ist kacke, aber man hat halt Regeln dafür. Man hat im Umkehrschluss aber auch für den Spielleiter Tabellen mit, oh, deine Gruppe war jetzt so lange von ihrer Festung weg, ja, würfel mal und bei einem bestimmten, wenn du einen bestimmten Wert überschreitest, oder was weiß ich was, auf dem W5 oder 6 würfelst, ist halt währenddessen was passiert bei der Festung. Da hast du eine random Tabelle, was passiert ist. Das kann halt sein, wurden von Orks angegriffen, wurden von Räubern angegriffen, es kam eine Halbling-Karawane vorbei, etc. Also da können halt ganz viele Sachen passieren, die das Ganze halt lebhaft gestalten. Natürlich, irgendwann haben diese Tabellen auch ein gewisses Maß an Erschöpfung. Und das muss man dazu sagen. Also eine Kampagne erreicht nur durch die Tabellen und die Sachen daraus irgendwann einen Punkt an Endlichkeit und auch an der Karte. Da muss man schon viel Story und sich gute Sachen überlegen, um das halt aufzunutzen und auf quasi mit Inhalt zu füllen. Und gleichzeitig kommt man sicherlich irgendwann einen Punkt, wo man sagt, okay, es wird für die Spieler ab einem gewissen Zeitpunkt langweilig, sich Sachen mit zu bedenken und zu planen, weil man halt in den Tabellen auch immer die gleichen Sachen entdecken kann. Irgendwo muss man es halt im gewissen Maß auch kürzer halten und sich überlegen, ob man das so will. Aber insgesamt kann man sich halt da viel Gutes überlegen und hat in meinen Augen viele, viele coole Tabellen. Ich persönlich mag das, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Eins meiner absoluten Highlights. Und man muss sagen, mit 50 Euro der Grundbox kann man gut starten. Hat da viel drin, hat da alleine schon, weil man Spielerhandbuch und Spielleiterhandbuch drin hat. Also man hat halt für beide, was ist nicht wie bei D&D, wo man Spielerhandbuch und Monsterhandbuch braucht, um als Spielleiter starten zu können, was dann 150 Euro sind, sondern hier hat man für 50 Euro alles zusammen, kann man gut mit anfangen. Es gibt ein paar Zusatzprodukte, die interessant sind. Es gibt ein Kartenset mit Spielbetreuungskarten, wobei ich die halt
das ist eine sehr starke Sache von Marken und sowas oder nicht. Es gibt ein Würfelset, da sind dann entsprechende W6 in verschiedenen Farben und dann noch ein W8, ein W10 und ein W20 mit, W12 mit drin, die halt darauf ausgelegt für das Spiel sind, passend zu sein. Farblich ist das halt eine Geschmackssache. Inhaltlich haben sie halt die entsprechenden Symbole mit drauf. Man hat hier diesen Totenschädel für Fail und hier Schwerter mit für hat geklappt. Und auch sinnvoll unterschieden, weil die Würfel für Fähigkeiten haben halt keinen Totenschädel, weil man auf Fähigkeiten keinen Schaden nehmen kann. Dafür kann man da halt quasi Modifikatoren, wie du hast einen Würfel mehr oder einen Würfel weniger, gehen immer auf Fertigkeiten. Ausrüstung und Attribute haben halt immer einen Schädel mit drauf. Das Würfelset an sich ist gar nicht mal so preiswert. Also so im aktuellen Handel bezahlt man dafür 20 bis 25 Euro. Ich habe mir die geholt, weil ich sie auf das Spiel in Essen bekommen habe von Free League, dem schwedischen Hersteller, für einen 10er jeweils pro Set, was als Messepreis super war. Ohne das hätte ich mir nicht geholt. Also ich persönlich würde die nicht empfehlen, für 20 Euro sich so ein Würfelding zu holen, weil das, ja, es sind W6 und man kann sie auch für alles andere als W6 verwenden. Und wenn man sie schön findet, ist das super. Aber für spezielle Würfel, die für ein System angepasst sind, finde ich halt über 20 Euro immer schon sehr teuer. Wenn das ein 10er ist, war das für mich so, ja, okay. Und dann muss man dazu sagen, ich habe mir gleich zwei Sets geholt, weil ein Set kann halt recht wenig werden. Da hat man 12 Würfel drin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Die drei speziellen, also W8, W10, W12 und 9 andere, von denen 4 Attribut, 3 Fähigkeit und 2 Ausrüstung sind. Und es gibt Ausrüstung, die, da braucht man halt 3 Gegenstände für. Oder man kann auch mal ein Attribut auf höher bekommen oder eine Fähigkeit noch auf höher. Dann braucht man schon ein zweites Set. Und damit bin ich mit insgesamt 20 Euro wieder dabei, was für mich okay ist. Ist aber halt sehr stark eine Sache von Geschmack. Gefällt einem das nicht. Muss man auf jeden Fall nicht haben. Und es gibt Erweiterungsbücher dafür, die vom Urwerk Verlag auch direkt rausgekommen sind. Und ich muss den gerade nebenbei noch aufmachen, weil ich das nicht gemacht habe. Die optional sind vom Konzept her, aber zum Teil durchaus interessant und wichtig. Wenn ich habe sie noch nicht, überlege tatsächlich mir sie bei Zone. Es gibt zum einen den Zorn des Raben für 35 Euro. Und das ist sehr stark ein Fluffband, der quasi sehr viel erklärt und Orte mitgibt für das verbotene Land. Im Basisbuch hat man ja 3 Locations mitgeliefert und ganz viel Hintergrunderklärung, wie dies entstanden ist. So wie ich es verstanden habe, und das, ich habe es noch nicht gelesen, ich kann es dementsprechend nicht bestätigen, aber so wie ich es daraus verstanden habe, von dem, was ich dazu gehört habe, ist in der Zorn des Rabe ganz viel drin, was da oben noch mehr erklärt, was mehr Inhalt da reinfüllt, mehr Locations. Ich glaube, irgendwie nochmal ungefähr ein Dutzend oder sowas, die vorgeneriert sind, die man verwenden kann, und auch ganz viel, wie hängen die Orte da zusammen, weil es gibt halt zum Beispiel Städte da oben, die es da früher mal gab, zu denen hier auch erwähnt wird, ja, irgendwann wurden die halt mal überrannt und jetzt sitzen da Orks drin oder so. Aber es gibt halt inhaltlich in diesem Buch nicht viel dazu, was einem dazu sagt, wie diese Stadt jetzt gerade aussieht. Das einerseits praktisch, weil da kann man sich als Spieler dann schon sagen, so, ich pack da das rein. Aber andererseits möchte man ja vielleicht, dass man sich hinstellt und da Sachen reinpackt, die man cool und interessant findet. Die halt zur Weltgeschichte passen. Da kann man, glaube ich, aus Zorn des Rahmens sehr viel rausnehmen. Dann gibt es den Turm des Quetzel, das, soweit ich weiß, eine Story ist, also ein Abenteuer, was man spielen kann für 18 Euro. Und es gibt einen Spielleiter Schirm, der, über den ich tatsächlich inhaltlich nicht wirklich weiß, was drin ist, der aber durchaus cool aussieht, der hat das gleiche Artwork wie hier die Kiste drauf, wo ich auch noch überlegen bin, mir den zu holen. Ich habe das aber beim Kickstarter, bin ich das vorher ein bisschen vorsichtig angegangen, weil ich wollte das schon gerne haben, aber man weiß halt nicht, von was, wie ist es, bevor man das dann hinterher hat. Ich kenne Leute, die es vorher schon auf Englisch gelesen haben und gesagt haben, ist geil, aber ich wollte erstmal die Bücher in der Hand halten, und mit 50 Euro mit der Box hier ist man ja auch schon mit gut was dabei. Und dann direkt nochmal für mehr Zeug drauflegen, spielen, das Schirm kostet übrigens auch 20 Euro. Muss man sich halt überlegen, was man davon dann haben will. Aber von der Theorie her reicht das hier aus. Und es ist nicht wie in einem D&D, wo man halt sagt, so, da hast du schon, dass du das Spielerhandbuch hast, aber du brauchst doch das Spielleiter- und Monsterhandbuch. Und dann eigentlich, oder wie in Shadowrun, wo es ist, ja, du hast ein Shadowrun-Grundregelwerk, das ist cool, aber eigentlich brauchst du das Buch für Ausrüstung, also das Arsenal extra, du brauchst ein Magiebuch extra, und du brauchst ein Cybertech-Buch extra, wenn du etwas machen willst. So ist es hier nicht. Man kann mit diesem Ding, mit dieser Box hier sehr, sehr gut spielen. Hat da sehr, sehr viel cool Shit drin. Wenn man zusammenschlägt, sind es um die 500 Seiten Inhalt mit vielen coolen Dingen. Ich persönlich kann es nur empfehlen. Ich finde es sehr geil. Es wird auf jeden Fall inhaltlich auch noch mehr davon, Videos davon mir dazu geben. Sowohl, ja, ich weiß nicht, was glaube ich, überlege, ob für die Rassen was zu machen. Es wird sicherlich auch mal Spielaufnahmen geben. Dementsprechend, ich feiere das hart. Ich hoffe, es sagt euch zu oder zumindest, dass ihr es interessant findet, euch das heute anzuschauen. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne in die Kommentare damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal.